Ich begrüße unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarndeutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Der 19. Januar, Gedenktag der Verschleppung und Vertreibung der Ungarndeutschen. Brückenrolle zwischen Ahnen und Jugend. Enkelkinder der Vertriebenen. Am 19. Januar ist die erste Lokomotive von Vudas Richtung Deutschland losgefahren. Damit begann die organisierte Aussiedlung der Ungarndeutschen. Seit 2012 ist der 19. Januar offizieller staatlicher Gedenktag in Ungarn. Damit hat Ungarn als erster Staat in Europa das Verbrechen an der deutschen Minderheit offiziell anerkannt. Die zentrale staatliche Gedenkfeier wird jedes Jahr an einem anderen, von Ungarndeutschen bewohnten Ort veranstaltet. Heuer hat man sich in Bonhard, im Zentrum der Tolnauer Ungarndeutschen, an die Geschehnisse vor 76 Jahren erinnert. Die zentrale Gedenkveranstaltung begann in der katholischen Kirche von Bonhard mit einem ökumenischen Gottesdienst in deutscher Sprache, der von Zoltán Balogh, Bischof der reformierten Kirche, László Felföldi, Komitatsbischof der Diözese Fünfkirchen, Peter Kondor, Bischof der südlichen evangelischen Kirche und Stefan Wiegand, Pfarrer von Bonhard, gemeinsam zelebriert wurde. Erinnerung macht uns offen, macht unsere Augen offen für andere, die heute so leiden. Wir sind deshalb hier heute zusammen, gerade in einer Kirche. Weil hier kann das Wissen wachsen, dass wir alle aus der Barmherzigkeit leben. Und wir sollten diese Erfahrung weitergeben. Wir haben einiges vorzuweisen. Wir haben einiges, worauf wir stolz sein dürfen. Die ungarn-deutsche Kultur und überhaupt die deutsche Kultur und das, was gemeinsam ist und das, was unterschiedlich ist. All das ist so schön und so gut, daran zu denken, darin zu leben, daraus Kraft zu schöpfen und das weiterzugeben an die nächste Generation. Wir sollten gemeinsam leben. Und so leben, wie Gott uns das versprochen hat. Im Johannesevangelium lesen wir, leben in seiner Fülle. Diese Fülle gibt es nur dann, wenn wir Deutsche, Ungarn zusammen dastehen. Dafür, was uns die Geschichte lehrt, die Geschichte des 20. Jahrhunderts und was uns auch im 21. Jahrhundert erhalten kann. Und das ist nicht anderes als die Barmherzigkeit Gottes. Vorsitzende der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, Frau Ibolyahok Englander, hat in ihrer Festrede über die tragischen historischen Geschehnisse erzählt, die sie mit persönlichen Erinnerungen ergänzte. Mit leisen, versöhnenden Tönen, Gedenken des Schicksals von Vätern und Söhnen, von missbrauchten Kindern, die wir damals waren, wir wollen der Zukunft jeden Hass ersparen. Schreibt Valeria Koch in ihrem Gedicht Gedenkzeilen über die Vertreibung. Da sie zum 50. Jahrestag der Vertreibung verfasst hat und das an der Mauer des Fünfkirchner Lenauhauses als Mahnung steht. Ich wünsche uns, dass wir die heutige Gedenkfeier in diesem Sinne begehen. Voriges Jahr waren es 75 Jahre her, dass die erste Lokomotive mit dem auf die angehängten Viehwaggons geschriebenen Satz Isten veled hazánk in Vudas Budaörs losfuhr und die Gedemütigten, Enteigneten, ihrer Häuser Beraubten ins Ungewisse trug. Ihre Jahrhunderte früher gewählte Heimat, zu der sie trotz aller Enttäuschungen bis zum letzten Ende treu geblieben sind, hat sie im Stich gelassen. Diesem ersten Zug folgten noch viele in Richtung Westen in den Jahren 1946, 47 und 48. Insgesamt wurden etwa 200.000 Personen einwaggoniert und abgeschoben, mit der Absicht, sie nie wieder nach Ungarn zurückkehren zu lassen. Diesem ersten Zug in Richtung Westen sind aber auch viele in Richtung Osten
vorangegangen, die Zehntausende zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion transportierten und deren Lebensweg früher bereits Ende 1944 begonnen hat. Die Rote Armee verschleppte etwa 30.000 Personen deutscher Abstammung. Ein Drittel der Gefangenen fand im weiten Russland den Tod. Verschleppung und Vertreibung. Es gibt kaum Familien, die von dem einen oder dem anderen verschont geblieben sind. Oft folgten diese beiden Schicksalsschläge aufeinander. Bei Gedenkfeiern vergessen wir aber oft darauf, wie viele der in Ungarn zurückgebliebenen Deutschen ebenso mit Verfolgung konfrontiert wurden. Mit Entrechtung, Enteignung, Zwangsumzug, Internierung und oft mit Zwangsarbeit hier in Ungarn. Auch für mich steht der Gedenktag im Zeichen der Erinnerung. Ich höre noch, wie meine Großmutter väterlicherseits über die Einwaggonierung ihrer Mutter und Schwester mit Familie erzählt, wie ich 20 Jahre später meine Urgroßmutter kennengelernt und als sechsjähriges Kind nicht verstanden habe, wieso sie in Deutschland lebt, warum wir für sie unsere Ungarn und sie für uns unsere Deutschen waren, wobei wir die gleiche Sprache gesprochen haben. Ich verstand auch nicht, warum wir mit meinem Großonkel bei jedem Besuch die ungarische Hymne singen mussten. Aber ich vernehme auch die Stimme meiner Oma mütterlicherseits, die schimpft, wenn wir etwas nicht essen wollten. Sie sagte immer, du testest schon noch es, wann's in Russland wärst. Diese meine Oma ist für mich das Vorbild für das Einstehen für die Herkunft, für das Nichtaufgeben der Identität trotz aller Bestrafungen. Wie oft sagte sie, wenn es hieß, die Muttersprache zu gebrauchen, sei verboten. Schlimmeres als die Jahre in Russland kann man uns nicht mehr antun. Und deshalb werden meine Enkelkinder just Deutsch reden. Auch daran denke ich oft, wie mein Opa den Satz, uns haben sie rausgeschmissen, verbittert spricht und der 3 Jahre mit Frau und Kind, mit meinem Vater, im Nachbardorf in einem Presshaus wohnend, so lange geschuftet hat, bis er sein eigenes Haus zurückkaufen konnte. Gedenken heißt immer, sich an historische Ereignisse zu erinnern, diese aus der Sicht der Nachwelt zu untersuchen und zu werten, aber es heißt auch, sich an kleine Alltagsbilder zu klammern. Die beiden sollten sich ergänzen. Die persönlichen Erinnerungen geben den geschichtlichen Tatsachen einen emotionalen Inhalt. Wir lernen sie aus einer anderen Perspektive kennen und lassen sie in einem anderen Zusammenhang sehen. An unserem Beispiel sehe ich, dass ein Zugehörigkeitsgefühl nur durch die Familie entwickelt werden kann. Alle meiner nahen Verwandten leben in Deutschland, wurden heimatvertrieben und wir haben doch nur noch mit einer einzigen Familie einen engen Kontakt. Ich weiß, heute gelten Verwandtschaftsbeziehungen zweiten oder dritten Grades kaum noch, aber nicht das zählt, sondern ob man sich erinnern will oder nicht, ob es einem wichtig ist, an den Wurzeln festzuhalten oder nicht. Vergangenheit, Vergangenheitsbewältigung ist wichtig, aber wir müssen in die Zukunft schauen. Ich bin von zu Hause aus und durch die noch vorhandene deutschsprachige Umgebung in meinem Heimatdorf so erzogen worden, dass es für mich selbstverständlich war und ist, dass ich eine Deutsche bin. Für unsere Kinder und Enkelkinder ist es aber nicht mehr so natürlich.
Der Prozess muss bewusster werden und dabei müssen die Familien unterstützt werden. Die Veranstaltung wurde mit der Einweihung des Denkmals für die Vertreibung und Verschleppung der Ungarndeutschen aus der Tolnau und einer gemeinsamen Kranzniederlegung fortgesetzt. Laut Ibolyahuk Engländer steht der Ort der heutigen Veranstaltung, Bonhard, symbolisch für all die historischen Momente, die diese Zeitperiode prägten. Darauf weist auch die Inschrift des Denkmals hin, das heute eingeweiht wird. Vertreibung, Internierung, Krieg, Verschleppung, Schicksalsjahre der Tolnauer Ungarndeutschen. Das Denkmal ist die Arbeit des in Szekszárd lebenden Künstlers László Szatmárius. Der Staatssekretär für Kirchen- und Nationalitätenangelegenheiten des Ministerpräsidentenamtes, Miklós Soltis, sprach darüber, dass man nach dem Zweiten Weltkrieg dachte, es komme die Zeit der Ruhe. Diese Hoffnungen wurden doch durch Bestrebungen der Weltmächte zerstört. Van, amikor már azt hittük, hogy a 20. század szörnyűséges pusztításainak vége lesz. Amikor azt hittük, hogy végre főleg a nagyhatalmak észreveszik, hogy az ő felelősségük, az ő felelőtlen politikájuk miatt mennyi minden tragédia történt szerte a világban. És ahelyett, hogy leállították volna azt a szörnyűséget, ami elindult, még szorgalmazták is. Így Magyarországon több mint 200 000 német nemzetiségi honfitársunk, mert kellett, hogy elhagyja szülő faluját vagy városát, települését, szerte Közép- és Kelet-Európában pedig több mint 13 millió német járt hasonlóan, egyszerűen mert kollektív bűnösnek kiáltották ki őket, holott a bűnösöket nagyon jól tudjuk, hogy kik voltak, és később is kik diktáltak, szerte Európában vagy Kelet-Európában is, kommunizmus alatt is, és más diktatúrák alatt is. És ezért kell emlékeznünk most jó évtizedekkel később is, hogy tudják az emberek, fiatalok is, hogy mekkora felelősség az, hogy a történelmünk során most van egy olyan időszak, amit békességben tudunk eltölteni. Történelmünk során van egy olyan hosszú időszak, amikor gazdaságilag is, kulturálisan is sok mindenben tudunk gyarapodni, de emellett pedig látjuk, hogy a világban milyen törekvések vannak, akár a kereszténység, akár a nemzetek, akár az egyes nemzetiségekkel szemben. Auch der Botschafter von Deutschland, Herr Johannes Heindl, nahm an der Gedenkfeier teil. Ich finde es sehr beeindrucksvoll, wie heute hier der Vertreibung und dieses Unrechts gedacht wurde. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man dies nicht vergisst. Denn nur wenn man nicht vergisst, kann man auch sicherstellen, dass es sich nicht wiederholt. Ich bin zum ersten Mal heute hier, denn ich bin ja leider erst gekommen, als Corona schon ausgebrochen war. Das heißt, meine ganzen Reisemöglichkeiten waren sehr begrenzt. Und ich freue mich sehr, dass ich hierher gekommen bin und auch hier zum Beispiel die jungen Mädels sehe in ihren Trachten. Das ist alles ein sehr, sehr schöner und interessanter Anblick. Ich hatte einen ehemaligen Außenminister, der Joschka Fischer, der natürlich, also Sie sehen, Sie haben sich alle sehr gut zurechtgefunden, glaube ich jedenfalls, und haben große Erfolgsgeschichten geschrieben, wie eben ein ehemaliger Außenminister. Laut dem ungarndeutschen Parlamentsabgeordneten Imre Rita ist es sehr wichtig, dass auch die Jugend darüber weiß, was geschah. Ich, wenn ich diese wunderschöne Sonne sehe, dann denke ich zurück, dass es war nicht immer so. Also nach dem politischen Änderung müssten wir auch fast 20 Jahre warten, bis es so weit gekommen ist, dass wir einen offiziellen Gedenktag hatten. Und leider diese Leute, die persönlich durchgelebt haben, damals die Vertreibung, Verschleppung, sind immer weniger unter uns. Es sind schon neue Generationen aufgewachsen, die manchmal nichts davon wissen. Also es ist für uns sehr wichtig, dass wir jedes Jahr die Gedenktage machen, dass wir die jungen Leute auch darauf erinnern, dass es kann jederzeit vorkommen. Und es ist unsere Pflicht, dass wir vorgehen und wir versuchen, die Jungen so erwachsen lassen, dass sie davon Kenntnis haben, dass wenn es möglich ist, dass sowas nicht nochmal vorkommt. Ich bin sehr froh, jedes Jahr machen wir das in anderem Ort. Wir wollten, haben geplant in Bonhard schon voriges Jahr, aber leider wegen Pandemie ist es nicht zustande gekommen.
Also es ist jetzt so eine außergewöhnliche Veranstaltung, dass der 75. Jahrestag ist am 76. Jahr gefeiert. Zu diesem Fest und auch in dieser heutigen Rede von mir habe ich eigentlich zwei Linien verfolgt. Einerseits allgemein über die Ereignisse das Ende des Zweiten Weltkrieges herum, also ab 1944 bis 1949 erwähnt. Aber das kommt öfters in vielen Reden vor. Was der andere Gedanke dabei war, das ist meine persönliche Betroffenheit. Also in meiner Familie kann man sowohl die Vertreibung als auch die Verschleppung und auch, worauf wir oft vergessen, die Verfolgung der hier in Ungarn gebliebenen Deutschen auffinden. Und ich denke, diese persönlichen Erlebnisse haben mich sehr in meinem Leben geprägt und als Schluss habe ich dann auch formuliert, dass wir daraus als Schlussfolgerung ziehen sollten, wie viel wir und was wir unseren Vorfahren schulden, die für ihr Deutschsein einstehen oder überhaupt sich dafür ausgesprochen haben, indem sie all die Schicksalsschläge erlitten haben. Und wir schulden ihnen, dass wir unsere Identität, unsere Sprache bewahren und weitergeben. Das ist für mich unheimlich wichtig. Vorsitzende der Deutschen Selbstverwaltung Bonhard, Ilona Koch-Köhler, sprach darüber, wie wichtig das neu eingeweihte Denkmal für Bonhard ist. Bonhard war immer ein Zentrum der Ungarndeutschen hier in Talboden. Und hier leben heute noch viele Ungarndeutschen. Und wir sind sehr froh und wir freuen uns sehr, dass diese Veranstaltung hier in Bonhard stattgefunden ist. Und nicht nur die Veranstaltung, hier wurde ein sehr, sehr schönes Denkmal eingeweiht. Und das bedeutet uns sehr, sehr viel, weil erinnert uns an die Vertreibung, Verschleppung und Internierung, an die Schicksalsjahre der Ungarndeutschen. Nicht nur der Staat hat uns Geld gegeben, sondern die Deutsche Selbstverwaltung vom Komitat Tolnau und der Verein hat auch Geld gegeben und die einzelnen deutsche Selbstverwaltungen haben auch Geld gegeben und es war noch ein Unterstützer und ein Unternehmer, Peter Baumgartner, hat uns noch unterstützt und so konnten wir diesen Denkmal verwirklichen und können wir auch für die Jugend etwas nachlassen und es wird immer hier in Bonhard bleiben und wir zeigen, dass hier immer Ungarndeutsche gelebt haben und ich hoffe, dass sie in der Zukunft auch leben werden. Árpád János Potápi, Staatssekretär für Nationalpolitik, Parlamentsabgeordneter des zweiten Wahlbezirks im Komitat Tolnau, hat auch darüber gesprochen, dass nicht nur die Vertriebenen eine schwere Zeit erlebten, sondern auch die in der Heimat gebliebenen, die nicht nur ihre Familie und Freunde verloren, sondern sich auch mit der Wirkung der Einsiedlung konfrontieren mussten. Ez a nap nekünk lehetőséget ad arra is, hogy ne csak a kitelepítéssel foglalkozzunk, az előzetéssel, ami egyébként nem csak egy napra szorítkozott, hanem igazából már 1944 végén a Málenki robottal elkezdődött, illetve a front elől való meneküléssel és 49-ig tartott, de tudunk ilyenkor arra is emlékezni és számot vetni azzal, hogy akik itt maradtak, németek, és akik ide kerültek, akár székelyek, akár felvidékiek, vagy máshonnan, azoknak utána ebben az embertelen világban, amire rátelepedett a kommunizmus, kellett egy élhető közösséget kialakítani. És én úgy gondolom, hogy mindig voltak becsületes emberek, akik ezeket a közösségeket létre tudták hozni, és meg tudták erősíteni. Ennek is példája a mai Bonyhád és Bonyhád környéke, ahol szinte minden település hasonló gyökerű, vagy több gyökerű,
és azt láthatjuk, hogy ezek a közösségek, ezek a települések fejlődnek, úgyhogy minden népcsoport, nemzetiség, a németek és a magyar népcsoportok megőrzik az identitásukat, megőrzik a hagyományaikat, és most már nem csak szomszédai vagyunk egymásnak, hanem rokonai is vagyunk egymásnak, és én azt gondolom, így van ez jól, visszaemlékezve a történelemre, visszaemlékezve ezekre a szörnyű időkre, számunkra, ma élő magyaroknak az a legfontosabb, hogy egymást elfogadva, tisztelve alakítsuk a jelent. An der Veranstaltung wurde vom Deutschen Nationalitätenchor Theresia Rohnai gesungen und die Mitglieder des örtlichen ungarndeutschen Volkstanzvereins Kränzlein nahmen daran in ihrer Volkstracht teil. Heute leben kaum noch einige aus der Generation, die den Schrecken der Vertreibung erlebten. Lehrerin für Geschichte des Valeria Koch Bildungszentrums Nora Todt-Rutsch, die auch persönlich betroffen ist, hält es für wichtig, dass die Schüler der ungarndeutschen Schulen den Schicksal ihrer Ahnen kennen. So können sie vielleicht die Möglichkeiten der heutigen Zeit besser schätzen. A kollektív bűnösség elve alapján Magyarország területéről 1946. január 19-e és 1948. június 30-a között 200-220 ezer német nemzetiségű embert telepítettek ki Németországba. Ennek kül- és belpolitikai okai egyaránt voltak. A történészek szerint a kitelepítés összefügg az 1945-ös földreformmal és a szlovák-magyar lakosság cserével. Todt-Rutsch Nóra ezt a témát kutatja. A pécsi Koch Valéria iskola központ történelem tanára azt mondja, mivel a kitelepítés valamennyi magyarországi német családot érintette, a mai felnőtt generációnak hit szerepe van a borzalmakat átélt ősök és a mai fiatalok között. 1945. decemberében adják ki az első kitelepítési rendeletet, amely kimondja, hogy Németországba kénytelen kitelepülni az a német, aki magát 1941-ben német anyanyelvűnek vagy német nemzetiségűnek vallotta, vagy az SS tagja volt. Nem tesznek különbséget, hogy kényszersorozás vagy pedig önként léptek oda be. A Volksbundnak volt tagja, itt sem tesznek különbséget, hogy vezető tisztséget töltötte be, vagy pedig egyszerű tag volt, illetve a magyarosított nevét visszanémetesítette. Így kvázi az egész németséget felölelte tulajdonképpen az, akit kitelepítésre kötelezhettek. 10%-nyi mentességet engedélyezett a törvény. Ez 45 decemberében adják ki, a végrehajtási rendeletet pedig 46 januárjában már, miután az első vonat szerelvények el is indultak Budaörsről. Először a Buda környéki településeket célozták meg, hogy Budapest környéki német gyűrűt tulajdonképpen szétrobbantsák, megszüntessék, de telepítenek ki a Bakonyból, Sopron környékéről, Baranyából is, Tolna megyéből is németeket. A 47-es, 48-as kitelepítésnél, ami 47. augusztus 19-ével indul, és 48. június 8-án ér véget, 50 ezer fő kerül kitelepítésre, és az későbbi NSZK-ba, tehát az amerikai zónába 178-200 ezer főre teszik a kutatók a kitelepítettek létszámát. Ugye két Németországba kerül, de 49-től megalakul az NDK és az NSZK, nagyon sokan fognak majd az NDK-ból, a későbbi NDK-ból átszökni az NSZK-ba, már csak azért okból kifolyólag is, hogy családokat is nagyon sokszor szétszakítottak így, tehát vannak olyan családok, akik egyik része tehát NSZK, NDK és Magyarországon is voltak szűkebb család, tehát nem nagy családokról beszélünk, hanem szűkebb család tagokról. Úgyhogy sokan szöknek majd át az NSZK-ba, illetve nagyon kalandos úton, módon, akár még haza Magyarországra is. A családom is érintett volt, tehát a nagymamám családját is kitelepítették, ő egyike azoknak, aki hazaszökött így feketén Magyarországra. Lazulnak már ezek a kapcsolatok, viszont nagyon-nagyon sok lehetőségünk volt nekünk annak idején Németországba menni.
én nagyon sokat kaptam attól, hogy ott nyaralhattam esetleg a nagymamám nővérének, a családjánál. Kulturálisan, nyelvileg nekem mindenképpen sokat hozott, és hát a kitelepítettek, akik még ott vannak, és még tartják az ottani, vagy a magyarországi német identitásukat őrzik, ők nagyon sokat segítenek szerintem Magyarországnak, és itt nem csak a Magyarországon élő, most élő németeket értem, hanem Magyarországnak is. Tehát így mindig mondták ezt a Brücken funkción, a híd funkciót a két ország között, szerintem ez teljes mértékben tényleg működött, akár anyagilag, akár erkölcsileg, technológia szempontjából, tehát számos téren segítették Magyarországot, annak ellenére, hogy hát végül is kitelepítették innen őket. Lehet gondolni arra, hogy például falvakban, templomfelújításnál, vagy iskolaépítésnél, ugye most is egy ilyen iskolában vagyunk, ahol azért a német állam tehát társfinanszírozó volt, de akár községházak, kultúrházak építésénél, felújításánál is rengeteg segítséget nyújtottak. És hát az identitásnak a megőrzésében is nagy szerepe van annak szerintem, hogy hát van egy testvér ország, egy testvérnép, vagy egy régi haza, vagy egy új régi haza, ahol a gyökereink vannak. A nagymamám nagyon sokat vigyázott ránk kisgyerekként, és rengeteget mesélt erről az időszakról. A családját érintette, tehát a két nővérét el is hurcolták a Szovjetunióba, ott az idősebb meg is halt, a középső lánygyermek tudott hazajönni, de ahogy hazajöttek, már egy év múlva ki is telepítették őket Szászországba. Tehát ők már az utolsó transportban voltak benne, és így a sok elmesélés, a személyes élmény, illetve az, hogy folyamatosan láttam azt, hogy megyünk Németországba, és hogy lehet az, hogy nekem kint vannak rokonaim, így motivált, hogy ennek mi lehet a történelmi háttere, miért alakulhatott ez így, mennyire igaz az, amit a nagymamám, illetve a nővére mesélt nekünk ezekről a dolgokról. És így elkezdtem, a történelem az mindig is a kedvenc tantárgyam volt, és így adott volt a helyzet, hogy én ezzel a kutatással, vagy ezzel a témával fogok foglalkozni. Tóth Rucs Nóra fontosnak tartja, hogy a német nemzetiségi iskolák diákjai tisztában legyenek őseik sorsával, és így talán jobban tudják majd értékelni a mai kor lehetőségeit. Vielen Dank für Ihre heutige Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.